grüße euch zu meinem vierten Tutorial. Ist schon ein bisschen was her, aber ich habe mir gedacht, in Anwesenheit hat sich einiges getan und ich war jetzt auch sehr viel beschäftigt und ich konnte einfach mal nochmal ein Tutorial machen, auch für Freunde, die einfach Schwierigkeiten haben, in Unreal reinzufinden oder sag ich mal die Funktionsweise oder die Zusammensetzung da zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist und strukturiert ist. Ich habe jetzt einfach den Launcher gestartet, habe ein neues Projekt gemacht, wir machen ein Blueprint-Projekt, Blank. Ich nenne das jetzt einfach mal Basiswissen. Und das Starter-Content nehmen wir mal dazu. Und in diesem Tutorial möchte ich einfach mal mich mit euch zusammen mit so ein paar Grundlagen auseinandersetzen. Und zwar haben wir jetzt hier diesen Standard, den man halt hier immer dabei hat. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Level. Und wenn wir uns das Level jetzt hier mal so angucken, dann, ich mache Play, dann sind wir hier so ein Spectator. Das ist natürlich die Frage, warum ist das alles so? Und wenn wir jetzt mal hier Escape nochmal drücken, gucken wir mal hier unter World Settings und sehen dann hier Game Mode Override ist nichts drin. Das heißt, der wird irgendwie anders reingeladen. Beziehungsweise wir haben wahrscheinlich auch noch gar keinen. Wir gehen einfach mal auf Edit, Project Settings, auf Maps and Moods. Also hier unter den Project Settings finden wir im Grunde die ganzen Startkonfigurationen, die Unreal so braucht für das gepackte Spiel oder auch für den Editor. Diese, wenn wir hier auf Play drücken, das sind diese PIE Session. Chat Sessions, das sind diese Play and Editor Sessions. Und wir können jetzt hier unter Maps and Moods können wir hier einen Game Mode definieren. Da haben wir natürlich jetzt noch keinen. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal her. Machen wir hier erstmal ein neues Verzeichnis Blueprints und machen dann da einfach, oder machen wir noch ein Verzeichnis Moods rein. Und machen hier dann einen Blueprint Game Mode. Das nennen wir dann einfach mal Base Game Mode. Wenn wir das mal öffnen und uns angucken, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt hier so ein Viewport. Wichtig ist hier auf der rechten Seite, da haben wir hier die ganzen Klassen, woraus sich das zusammensetzt. Das wäre zum Beispiel einmal hier diese Vollporn-Klasse. Das kann zum Beispiel ein Fahrzeug sein, das kann ein Character sein. Das kann im Grunde alles sein, wo ein Player-Controller reingehen kann. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, der Player-Controller, der ist sozusagen, der kann die ganzen Tastatureingaben und die Eingabe empfangen und sendet die dann weiter an den Pawn. Pawn ist dann sozusagen einfach irgendeine Darstellung von eurem Charakter oder von dem, was ihr halt steuert. Was auch wichtig ist, ist hier die HUD-Class. Das ist im Grunde eine, da könnt ihr definieren, im Grunde könnt ihr in dieser Klasse dann einfach Widgets hinzufügen. Werden wir gleich auch nochmal alles machen, wir gehen alles zusammen durch. Player Controller hatte ich ja schon erklärt. Könnt euch das auch so vorstellen, wie der Player Controller ist sowas wie der Geist oder wenn man auch sagen möchte Seele oder wie auch immer. Und der Pawn ist ja erst im Grunde der Körper. Und wir können sozusagen aus dem Körper rausgehen und können aber auch in alle möglichen anderen Objekte reingehen. Wer zum Beispiel wie ist das Spiel nochmal? Ich will jetzt keine Werbung machen. Murdered Soul ist auch mit Unreal gemacht. Und da kann man das eigentlich ziemlich gut sehen, wie das eigentlich so funktioniert. Weil da hat man auch die Funktion, dass man einfach aus dem Charakter rausgeht, als Seele dann in dem Fall, und dann in irgendwelche anderen Charakter reingeht. Eine Katze oder sowas. So, was haben wir noch? Spectator-Klasse, das ist halt diese Standard-Spectator-Klasse. Ist auch ein Pawn. Dann Replay und Player State und Game State. Player State und Game State werde ich später nochmal erklären, aber im Großen und Ganzen ist das notwendig, um einfach bei Multiplayer Games oder sowas, wird das im Grunde auf jeden einzelnen Spiel, oder beispielsweise wenn jetzt ein Spieler jemanden abschießt, dann hat er ja Kills und die Kills werden da festgehalten. Genauso ist es so in diesem Game State, da werden dann zum Beispiel mal angenommen, wir haben jetzt Capture the Flag oder andere Game Moods, Team Deathmatch oder so, dann werden dann halt da für die einzelnen Teams die Punkte festgehalten. Was auch noch sehr interessant ist, ist, wenn wir jetzt hier einfach mal auf die linke Seite gehen, dann haben wir neuerdings Override. Wenn wir hier mal draufklicken, haben wir im Grunde die ganzen Standardfunktionen von Unreal.
für diesen Game Mode. Das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, so ein Game Mode, der ist im Grunde, der läuft auf einem Server immer ab, wenn man jetzt ein Multiplayer-Spiel hat, ist also immer serverseitig und wird dann auf die einzelnen Clients übertragen und handelt im Grunde das ganze Gameplay. Das heißt, ob man jetzt respawnt, ob jetzt, irgendwas anderes passieren soll, selbst eine Anzeige, ob ein Spieler joint, das geht alles hier im Game Mode. Und das funktioniert dann so, wir haben zum Beispiel jetzt hier eine so fertige Funktion, die können wir halt wie gesagt hier über Override, können wir die auswählen und wir nehmen jetzt einfach mal dieses on-post-login. Dann haben wir hier diese Funktion und könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir machen einen print-string und sagen hier, der und der Player hat connected. Das würde man dann hier machen. Das heißt, sobald der Player sich einloggt, noch bevor der spawnt, wird dann diese Funktion aufgerufen, steht hier auch. Und hier könnten wir dann jetzt, wenn wir den eigenen Player-Controller haben, könnten wir hier einen Cast machen zu dem Player-Controller, den wir haben. Und können dann, da, wenn wir dann Namen auch mit drin haben, können wir das auch dann, oder den Player-State abrufen und dann da den Namen dann wiedergeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann jedem nur empfehlen, hier einfach mal reinzugucken. Eine zweite wichtige Sache ist eigentlich hier diese Find Player Start oder Choose, wo haben wir es? Also im Grunde wird hier, genau, Choose Player Start. Und im Grunde funktioniert das so, wir können, haben dann hier sowas. Wir können dann hier sagen, wir hier mal drüber halten, steht da Actor. Das heißt, Actor ist ja auch ein Player Start. Und man wird das dann so machen, wir würden zum Beispiel alle, uns alle Actor holen. Vom Typ Player Start. Haben dann hier so eine Liste, können dann sagen Get. Wir könnten jetzt hier ein Random machen, wir machen jetzt einfach immer den ersten Player Start. Und das würde dann einfach hier reingehen. Und so würde diese Klasse im Grunde funktionieren. Diese Funktion. Das heißt also, Unreal hat sozusagen vorgefertigte Funktionen, die auch so funktionieren. Und wenn ihr da irgendwelche Individualisierungen anstrebt, dann könnt ihr die so vornehmen, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe. Wir lassen das aber einfach und löschen die auch nochmal raus und gehen dann einfach mal weiter über. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes hier und erstellen einen Pawn. Ich mache das meistens so, dass ich das hier nochmal so ein bisschen unterteile. Player. Dann kann man hier nochmal Pawns machen und Characters. So, und jetzt machen wir hier einen neuen Blueprint, wählen Pawn aus und nennen das jetzt hier einfach Simple Pawn. Das wird auch eine ganz einfache Geschichte. Machen einfach hier, sagen wir hier so ein Cube hin. Und ja, machen vielleicht noch eine Kamera dazu. Das ist mal so ein Spring Arm. Das ist im Grunde einfach hier so ein, erstmal so ein Strich. Und dann brauchen wir natürlich eine Kamera. Die können wir dann hier nehmen, da drauf schieben. Dann steckt die sozusagen damit drauf. Das funktioniert so, wir können, also im Grunde der gleiche, das sieht genauso aus wie hier eben mit dem Blueprint, nur dass hier so ein bisschen, ein paar Sachen ein bisschen anders sind. Und zwar können wir hier in der, links in der Liste, können wir hier, ich soll vielleicht noch sagen, es gibt vielleicht zwei verschiedene Sachen. Einmal der Bereich, wo man sich die Sachen zusammenbaut, das heißt, wir haben hier so einen Werkzeugkoffer und können uns hier unseren Pawn zusammenbauen. Und wenn wir das jetzt hier anklicken, Spring Arm, dann haben wir auf der rechten Seite dann immer die Details. Wir können hier so die Länge des Arms festlegen. Mit W kann man bewegen, E kann man drehen, R, Taste R drücken, skalieren. Wir drücken jetzt E zum Rotieren und rotieren hier auf der Z-Achse ein bisschen. Die Y-Achse ein bisschen oben. Und ja, dann das lassen wir mal einfach erstmal so. Was wir natürlich auch noch brauchen ist, ich
sag erstmal, wir gehen jetzt mal auf den Game Mode. Entschuldigung, dass ich ein bisschen durcheinander das mache. Und wählen jetzt hier einfach diesen Charakter aus. Das war ja hier Simple Pawn. Compile und Save. Wenn wir jetzt mal Play machen, dann sehen wir auch schon diesen. Den sehen wir nicht. Genau, sehen wir deshalb nicht. Weil wir haben natürlich noch keinen Game Mode festgelegt. Gehen also auf Project Settings. Also es gibt zwei Wege im Grunde festzulegen. Der erste Weg wäre pro Level jeweils hier einen Game Mode festzulegen. Also einfach hier zum Beispiel so. Einen Base Game Mode jetzt ausgewählt. Play. Da war den Würfel. Oder machen wir natürlich nicht. Machen wir es hier so, dass wir dann hier in Project Settings dann unter Maps and Moods gehen. Und hier dann einfach einen Standard Game Mode auswählen. So. Wenn wir hier nochmal drauf gehen, können wir auch sehen, aha, da ist das Simple Pawn noch drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier Play mache, da ist der Würfel. Bewegen kann ich natürlich noch nicht. Gibt ja auch noch nichts, was ich da irgendwie eingestellt habe. Deshalb gehen wir als nächstes auch erstmal hier auf, machen wir es, Input. Input ist I. Und machen als erstes einfach hier zwei Achsen dazu. Ich habe es in den anderen drei Tutorials schon gezeigt. Da muss ich entschuldigen, da hatte ich ein bisschen ein blödes Programm benutzt und das hat das alles ein bisschen verzögert. Aber ich bin noch neu in der Geschichte. Also erst machen wir eine Achse, die heißt, nennen wir mal Forward. Ich mache es ein bisschen simpler als in den anderen Videos. Und machen noch eine Achse, die nennen wir White. Dann machen wir zu dieser Achse, brauchen wir zwei Tasten. Das wäre in dem Fall einfach W und S. Positiv und negativ. Machen hier für rechts wäre dann D. Positiv und A ist dann negativ. So, wenn wir das jetzt hier eingetragen haben, dann können wir das auch schon finden. Und zwar gehen wir jetzt einfach hier in den Pawn wieder rein. Sind jetzt hier aber in diesem Event Graph, nicht in dem Viewport, sondern im Event Graph. Und wir können jetzt hier einfach, sagen wir mal hier unten, machen wir jetzt einfach Forward. Da haben wir dann den hier. Und Right. Da haben wir dann den. So, was wir machen müssen, ist im Grunde, wir wollen da sozusagen den Input hinzufügen. Je nachdem, wie die Achse bewegt worden ist. Kann ein Controller sein, also ein Joystick, kann aber auch eine Taste sein. Und können jetzt hier einfach wieder verbinden, den auch verbinden. Hier schreiben wir rein, get forward, backdoor. Ne, falsch. Get actor, forward, vector. Das da rein. Und kopieren das Ganze hier nochmal. Den hätte ich nicht mit kopieren müssen. Get actor white vector. Das da und das da verbinden. Und dann nennen wir das hier mal einfach Movement Input. Entschuldigung. Und haben das dann soweit. Wenn wir jetzt mal hier Play drücken, dann passiert wieder nichts. Gut. Mal reingucken. Was ist hier falsch? Was wir hier auf jeden Fall mal hinzufügen ist Move Floating Pawn Movement. Gucken. Und jetzt geht das Ganze auch. So, ja, das heißt, wir haben jetzt hier dieses Ding und können das bewegen. Wenn wir jetzt noch die Maus dazu machen möchten, brauchen wir das. Überlege ich gerade. Haben wir in einem anderen Tutorial, könnt ihr ja nachgucken. Ich mach's einfach jetzt, komme sonst auf die anderen Sachen nicht mehr hinaus. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was auch noch voll ist, vielleicht eine Lebensanzeige. Also wir gehen nochmal hier in den Game Mode, gucken dann nochmal rein. Hat, da ist natürlich noch nichts definiert. Also machen wir jetzt hier einen Blueprint. Das heißt dann
Gehen wir mal einfach hier unten ein Hut. Haben dann das hier. Dann nennen wir das einfach Player Hut. Und wenn wir das jetzt öffnen, dann sieht das mal wieder genauso aus. Sieht eigentlich immer genauso gleich aus. Haben im Grunde einfach einen Blueprint, wo wir was machen können. Mehr ist das eigentlich nicht. Was wir jetzt machen sollten, wäre einfach ein paar UI-Elemente hinzufügen. Ich mache das meistens so, dass ich hier nochmal ein Verzeichnis mache. UI. Dann machen wir hier diesmal unter User Interface einen Widget Blueprint hinzu, nennen das einfach Player Hut Widget. Und können hier dann im Grunde ein Widget so zusammenbasteln. Das ist jetzt sozusagen die ganze Screen Size, das ist der ganze Bildschirm, so wie man sieht. Das funktioniert hier so, dass man im Grunde hier einfach man kann die Screen Size ändern, kann dann im Grunde nachgucken, wie sieht das dann auf dem und dem Monitor aus. Und wenn man richtig arbeitet, stretcht dann das auch alles passend auf die einzelnen Bildschirmgrößen. Was wir jetzt hier machen, ist im Grunde eigentlich ziemlich simpel. Wir nehmen jetzt hier so eine Progress Bar. Kannst auch ein bisschen schöner machen. Machen wir erstmal hier ein Panel dazu. Machen wir ein Vertical Panel. So. Und damit das jetzt im Grunde immer hier oben links ist, lassen wir das jetzt einfach hier auf oben links. Und interessant ist im Grunde, dass der sozusagen hier diese Abstände, die stehen hier. Das ist sozusagen einmal die Position und die Size. Wenn wir das anstatt das so machen, das heißt also im Grunde, unabhängig von der Bildschirmgröße, die Größe hier bleibt immer gleich. Das heißt, wenn der Bildschirm ziemlich klein ist, zum Beispiel so klein, dann wird das zum Beispiel nicht mehr passen. Ist also eigentlich irgendwie eher schlecht. Was wir dann also machen, wäre dann beispielsweise auf den hier gehen. Und dann würde das auf den Bildschirm immer skalieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen kleineren Bildschirm, zum Beispiel ein iPhone, dann skaliert das passend. Sieht natürlich jetzt nicht passend aus. Ist, glaube ich, aber Landscape. Auch nicht. Porträt ist das, okay. Gut, ich lasse es auf jeden Fall hier auf oben links, weil so groß wird das eigentlich nicht sein. Und was wir hier reinmachen ist zum einen einen Text und dann noch so eine Progressbar. Damit das jetzt hier sich passend aufteilt, kann man jetzt hier die einzelnen Dinge anklicken, macht Fill und streckt sich das und teilt sich immer auf. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen soll, wir wollen sozusagen mehr Platz hier unten haben, dann können wir hier beim Textblock sagen, wir wollen nur 0,3 haben und dann passt sich das dementsprechend an. Nennen wir das hier noch gerade Lebensenergie und gucken uns das mal an, wie das dann aussieht, wenn das voller ist. Ja, sieht ganz gut aus, lassen wir einfach so. Und mehr brauchen wir erstmal nicht. So, was wir jetzt als nächstes machen ist, wir gehen jetzt wieder zurück in den Player hat und müssen hier jetzt das Widget erstmal hinzufügen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eine Variable hinzu. Das nennen wir dann Player hat Widget. Das ist dann vom Typ User Widget. Halten hier drüber, gehen auf Referenz und wollen im Grunde diese Variable benutzen, um da sozusagen, nachdem wir das UI erstellt haben, möchten wir das dann da einspeichern, um später abzurufen. Wir gehen also hier hin, könnten eigentlich eine Funktion machen, aber wir lassen es mal so. Machen jetzt einfach hier Create Widget. Da suchen wir dann aus, hier dieses Player hat Widget, was wir gemacht haben. Owning Player können wir hier in diesem Fall machen, Get Owning Player. Ne, kann man glaube ich nicht machen. Doch, geht hier. So, und dann möchten wir im Grunde das, was dann da rauskommt, können wir direkt hier reinspeichern.
und dann zum Viewport hinzufügen. Wenn wir das hier zum Viewport hinzufügen, wird es auch angezeigt. Gut, das geht also doch nicht, wie ich es schon dachte. Deshalb machen wir hier Get Player Controller 0. Das ist hier für diese Klasse, ist das völlig okay. So, wenn wir dann jetzt hier mal gucken, zeigt er nicht an. Also mal kurz gucken hier. Eigentlich müsste der das schon anzeigen. Wir gehen nochmal hier in den Game Mode rein. Ach, ja genau, das ist das Problem. Wir müssen natürlich hier auch noch unser Player HUD auswählen. Das geht's natürlich nicht. Guck mal rein, da ist es. Ne? Jetzt hat er natürlich noch nicht die Lebensenergie verknüpft. Also gehen wir nochmal in unseren Porn rein. Gehen jetzt hier unter Event Graph, machen wir neue Variablen zu, nennen es einfach mal Lebensenergie. Ist nicht vielleicht der beste Ort, man könnte auch das in einem Player State machen, weil das dann eigentlich da vielleicht sinniger ist. Machen es simpel als Float, das heißt 1.0 ist 100% und 0.5 sind 50%. Und der Standardwert ist dann 1.0. Compile und Save und dann gehen wir wieder in den ins UI und wollen jetzt diesen Wert hier verknüpfen. Da gehen wir erstmal in den Graphen rein und machen das so, dass wir als allererstes machen wir eine neue Variable hinzu. Die nennen wir dann vielleicht auch wieder Lebensenergie, auch wieder ein Float und können die jetzt auch verknüpfen. Das heißt, wir klicken jetzt hier die Progress Bar an. Unter Percent gehen wir auf Bind, Create Binding. Ne, ich mach die nochmal weg, die Variable, braucht man mich gar nicht. Und machen das so, dass wir get controlled, get pawn, get player pawn, nein, get owning player pawn. Casten das zu unserem, wir müssen das immer umcasten, weil wenn wir das jetzt so machen, dann geht er davon aus, dass das im Grunde einfach unser Pawn ist. Sieht man auch hier, einfach Pawn Reference. Wenn wir hier jetzt irgendwie was machen wollen, finden wir nur die Pawn-Sachen, die von Android standardmäßig dabei sind. Um jetzt unseren Simple Pawn drauf zuzugreifen, müssen wir erstmal umwandeln in den Simple Pawn. Und wenn das dann geht, wenn wir hier einen SimplePawn haben, dann soll der im Grunde Lebensenergie, get Lebensenergie, das da rein, das dahin und müssen, glaube ich, auch das so machen. Machen wir dann eine lokale Variable Result, das ist ein bisschen anders. Set Result, so für den und machen dann einfach das Result da rein, damit wir dann im Grunde von beiden Punkten, auch wenn es gefailt hat, kann er dann was zurückgeben. So, das können wir speichern und machen wir noch eine simple Damage-Funktion rein. Machen wir hier Event Any Damage, nennt sich das, glaube ich. Und sagen dann einfach Decrement Float. Bedeutet im Grunde, dass er einfach das abzieht. Einfach nee, das ist doch zu viel, will ich doch nicht haben. Wir machen es ganz simpel, wir machen einfach
Lebensenergie minus. Machen wir es ganz simpel, minus. Ah, machen wir minus den Damage. Damage. So wie der Damage halt dann ist. Nee, noch simpler. Wir machen das jetzt erstmal ganz simpel. Machen einfach hier 0,1 rein und jedes Mal geht dann 0,1 flöten. So. Dann müssen wir so machen. Genau, wir müssen. Genau, hier müssen wir jetzt noch sagen. Größer als 0,0. Wir prüfen sozusagen, ob wir überhaupt noch Lebensenergie haben. Und machen wir hier noch Variable is dead. Und wenn es false ist, ist es dann ist er tot. Und hier dann halt nicht. Was ich auch noch machen muss, ist hier nochmal so einen Zwischenraum reinmachen, weil sonst setzt der ja natürlich die Lebensenergie auch nicht. So, dann müssen wir auch noch hier, machen wir hier noch Lebensenergie, setzen wir hier auf 0, für den Fall, dass wir ins Minus kommen. So. Dann nennen wir das hier Simple Damage. Und ja. Was auch noch ganz interessant ist, möchte ich dir auch noch zeigen, wenn wir hier so einen Event Dispatcher hinzufügen. Da kann man hier, nennen wir es Pawn Did Die. Und können dann hier zum Beispiel auch sagen, dass er dann hier das aufrufen soll, dass er tot ist, wenn er stirbt. Das heißt, wir könnten dann irgendwo anders nachher schreiben. Das würde dann im Grunde immer aufgerufen werden, wenn er dann stirbt. Das können wir auch von irgendwelchen anderen Klassen dann aus nutzen. Das ist also eine ziemlich praktische Sache. Lassen wir einfach mal, lange Rede, kurzer Sinn wieder. Und machen jetzt hier mal so ein Damage-Feld hinzu. Ja, das hieß Hurt. Ne, auch nicht. Pain. So. Und machen wir das mal so, dass wir das auch sehen können. Machen wir hier einfach mal das da weg. Eine Box dazu. Und dann machen wir hier nochmal eine Box hinzu, setzen die dann hier auf Subtractive, dann haben wir hier so ein Loch, in das Loch tun wir dann das da. Dass wir dann Schaden kriegen. Jetzt gucken wir uns das nochmal gerade an, Pain Causing Volumen, und dann haben wir hier Damage per Second, sagen wir mal, ist eigentlich egal, wir haben ja eh mal 0,1 Damage. Intervall jede Sekunde. Sieht ganz gut aus. Lassen wir das mal. Simple Map. Ist hier heute alles simpel. Und wo mein Player Start eigentlich? Macht
der ist da. Okay. Hol den mal ein bisschen höher. Und ja, jetzt kommen wir natürlich nicht rein. Haben wir keinen. Jetzt mal gucken, können wir hier auch eine Gravity hinzufügen. Also was immer sehr interessant ist, bei Unreal gibt es hier wirklich sehr viel immer einzustellen, zu lesen. Also das sollte man sich wirklich mal geben, weil das also wirklich massiv die Sachen vereinfacht. Ich glaube, wenn man hier Physics anmachen müsste, das eigentlich gehen. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Aber dann bewegt er sich auch nicht mehr. Ist auch logisch eigentlich. Das macht man nämlich eigentlich nie an. Außer der Player stirbt oder irgendwie sowas. Machen wir es einfach ganz simpel wieder. Machen jetzt einfach mal das Teil hier höher. Hätte natürlich auch irgendwas anderes nehmen können. Ist immer noch nicht dran. So, wie man sieht, wenn wir hier reingehen, dann gibt es Schaden. Ne? Also das funktioniert soweit. So, jetzt machen wir es noch so, wenn der Player tot ist, dann dann anprozessen wir den Charakter. Das heißt, jetzt gehen wir hier einfach in unser was? Pawn to Die Event. Wenn er tot ist, dann get player controller, get get controller ist der Befehl, get controller ist der Controller, der hier drin steckt, und den, wir haben keinen Controller, also keinen gemacht, keinen eigenen, also lassen wir das so. Casten den aber noch zu einem Player-Controller. Das brauchen wir dann schon. Und sagen hier dann einfach Unprocess. Machen wir noch hier so einen Spawn-Emitter. Add Location. Zack. Location 00. Beziehungsweise get Hector Location. Rein damit. Mit, dann nehmen wir dann Explosion. Fertig. Gehen wir automatisch wieder weg. So, gucken wir mal. Gut, das wurde nicht aufgerufen, ich kann mich auch noch immer noch bewegen. Dann machen wir das hier so. Bind Event. Moment. Ich glaube, kann ich das hier so machen? Ein Event. Genau, und das dann da rein. Ah, hätte ich jetzt ein bisschen schneller machen sollen. Lassen wir es einfach mal. Tja, gut, funktioniert auch nicht. Machen wir das mal hier. Muss mal andersrum. Machen wir mal hier kleiner gleich 0. Und dann drehen wir das hier um. Thank you.
dann sagen wir mal hier 0,4. Warum? Also, Lebensenergie, da wird 0,4 abgezogen. Setzen wir dann auch direkt. Wenn Lebensenergie unter 0 ist, lassen wir das bei diesem Event mal weg. Wundert mich ein bisschen, eigentlich ist das, hat das uns immer ziemlich geklappt. Ich habe irgendwas falsch gemacht jetzt. Machen wir das einfach so. Machen wir es ganz simpel. Fügen wir das auch hier rein. Wir machen hier noch eine kleine Funktion. Die. Tun das dann da rein. Und so. Auch noch ein Breakpoint hinzu. Kann man Rechtsklick drauf machen. Toggle Breakpoint. Breakpoint. Dann kann man immer, wenn das aufgerufen wird, meldet er sich dann. Ja, hat also funktioniert. Jetzt machen wir einfach hier auf Resume. Jetzt haben wir natürlich nicht gesehen, was passiert ist. Hat also funktioniert. Machen wir mal Stop. Toggle Breakpoint. Und nochmal. Funktioniert also. Ja gut, der explodiert natürlich immer. Müssen wir also noch... Das ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Da müssen wir jetzt so machen, dass das soll der natürlich nur einmal aufrufen. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal eine Überprüfung rein. Gucken, ist man schon tot? Moment. Wo war es noch? So, also wenn man noch nicht tot ist und man sterben soll, dann passiert das hier und am Ende kommt dann das. Wenn man es tut, passiert halt nichts. So müsste das jetzt eigentlich laufen. Gucken wir nochmal. Mal hier reingucken. Ich glaube, hier war das richtig jetzt. Ja, genau. Play. Mal sehen. Und puff. Aber nur einmal. Jetzt können wir uns auch nicht mehr bewegen. Jetzt können wir hier, wir haben unprocessed. Wir könnten jetzt natürlich sagen, dass der danach ein Spectator spawnen soll. Das müssten wir aber dann halt nochmal extra spawnen und dann da processen. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, damit habe ich eigentlich soweit erstmal alles erklärt. Ist ein ziemlich einfaches Tutorial. Aber sollte euch eigentlich helfen, vielleicht noch so ein kleines Verständnis dazu bekommen. Ich finde es cool, wenn ihr da was so schreiben würdet. Ansonsten werde ich so oder so auf jeden Fall noch weitere Tutorials machen. Ja, und wünsche euch viel Spaß.